Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe in einem anderen Video das Buddhafeld, das letzte, aufgehübscht. Das Septemberfeld, das ist hier versteckt, das spoilere ich euch noch nicht. Das kriegt ihr in dem Monatsrückblick zu sehen. Das ist das Oktoberfeld, damit legen wir los und zwar nach dem Intro. Bis gleich. So, ich habe jetzt so oft angefangen, dass ich am Ende mal gucken muss, wie ich das zusammenschneide. Ich möchte mit euch und der Stoppuhr am Oktoberfeld anfangen. Ich werde jetzt mal das Licht so einstellen, dass ich Licht habe, aber es nicht so auf meine Leinwand blendet. Ich kann sowieso schlecht painten, wenn ich zu viel Licht da drauf habe. Ja, ich glaube, mit dem Kreis müssen wir irgendwie leben. Ich versuche das mal gerade noch ein bisschen zu ändern. Die Lampe etwas umzudrehen. Ich painte ja mit der Art Dot Lampe. Muss die aber jetzt nicht zwangsläufig so im Bild haben. So sehe ich wunderbar. So painten wir jetzt auch. Ich habe mir hier schon die 310 geschnappt. Da war eh nicht mehr so viel in dem Container drin. Darum habe ich mir was aus dem Tütchen hier reingefüllt, bevor ich das Video gestartet habe. Ich starte meine Stoppuhr. Ich gebe mir eine Stunde, dann muss ich die Küche aufräumen, kochen und so weiter und so fort. Denn ich habe nachher noch Nachtschicht, eine einzige. Und ich möchte jetzt, dafür nehme ich das Blatt Papier doch ein bisschen an die Seite, oben links in der Ecke schon mal bei meinem Bild anfangen. Und ich, wie immer, painte ich ja zuerst die 310 hier oben in der Ecke. Und es ist auch schon wieder Pulli-Saison. Ich werde mir hier unten einmal Release-Papier drauflegen, bitte richtig rum, damit ich da drauf fassen kann beim Painten. Schnappt euch doch selber ein Projekt, ein Bastelprojekt und macht mit. Und ja, ich erzähle euch ein bisschen was zum Wochenende. Die Uhr läuft, aber ihr könnt sie gar nicht lesen, deswegen stelle ich sie jetzt doch mal hier vorne ins Bild, damit ich sie auch lesen kann. Darauf kommt es ja auch an. Und dann setze ich schon mal so nach und nach meine Steine. Die 310, die schwarzen Herzchen decke ich zuerst mit euch ab. Ja, ich hatte am Samstag eine 12-Stunden-Schicht. Da habe ich richtig Gas gegeben am Diapop-Bild. Denn es waren Mitarbeiter da, aber die fahren morgens um 6 rein und mittags um 12 raus und den Rest der Zeit sieht man da niemanden. Und dann kommt hin und wieder mal ein LKW-Fahrer oder jemand von der Technik rein, den ich nur das Tor aufmachen muss. Die erkenne ich ja schon am Fahrzeug, an den Dienstfahrzeugen. Und ja, deswegen macht es halt nichts, wenn ich in der Pforte bleibe und mein Bild auf dem Tisch liegen habe. Letzten Endes bewachen wir ja die Brandmeldeanlage und den Haupteingang bzw. das Haupteinfahrtstor. Und ja, weil da, wenn jemand arbeitet, nur die Schranken zu sind. Aber das Tor können wir jetzt inzwischen offen lassen. Das war vor den Schranken ein bisschen anders. Und ja, viel Zeit gehabt zum Painten. Aber was genau ich geschafft habe und was ich alles gepaintet habe in dem Monat, das seht ihr am Freitag, den 4.10. in meinem Monatsrückblick. Das ist auch der Geburtstag meines Patenonkels, der ja leider nicht mehr da ist, aber es ist mir gerade mal aufgefallen. Irgendwie habe ich hier nicht genug Wachs drin, um Steine aufzunehmen. Das werde ich jetzt gerade mal ändern. Also ich meine jetzt hier in dem Dreieraufsatz von Diamond Art Club, da klebt mir das Wachs gerade nicht gut genug. Das ist auch ein bisschen weich geworden. Ja, ich glaube, in so ein kleines, da müsste noch ein bisschen Wachs rein. Da könnte man auch fast schon Putty reinmachen. Ja, das rote Wachs ist wirklich sehr weich geworden. Dabei haben wir es aktuell, weil wir nämlich noch nicht heizen, gar nicht so warm hier oben in meinem Zimmer. Aber ich habe ja den Pulli, was ein ganzer Anzug ist. Und Schlappen und Socken an, deswegen geht das. So, offene Schlappen und Socken, wie so ein typischer deutscher Urlauber. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit ich für dieses Video habe, weil ich ja vor der Nachtschicht noch ein bisschen was zu tun habe und ja angekündigt habe, dass wir aufgrund von Ausfällen ja etwas mehr Arbeit haben.
Auch diesen Monat, also den Oktober, arbeite ich 197 Stunden. Das sind zwar 23 Stunden weniger als im September, allerdings habe ich da auch so 12-Stunden-Tage und 10 Stunden zwischen der einen und der nächsten Schicht nur. Und die nutze ich zum Duschen, Essen, Schlafen. Da komme ich nicht wirklich viel zum Painten. Heute Nacht in der Nachtschicht painte ich noch ein bisschen weiter, denn ich habe für meinen Monatsrückblick, heute ist nämlich erst der 30. September, das heißt, einen Tag darf ich an meinem Bild noch arbeiten. Ich habe nämlich vor, eine gewisse Menge geschafft zu haben an meinem Bild, damit ich es euch im Monatsrückblick präsentieren kann. Solche Ziele stecke ich mir immer. Und aktuell habe ich jetzt so viel Wachs drin, dass ich sogar 4 Steine mit dem Dreiersatzsetzer nehmen kann. Ist auch nett. Machen wir dann auch. Ja. Also dadurch, dass ich mitfilme, sehe ich nicht immer ganz so gut. Ich mache es trotzdem für euch, denn einige von euch, einige hundert, klicken ja ins Wippen-Chat rein. Und ja, am Wochenende war der Geburtstag meiner Mama. Meine ganzen Geschwister mit ihren Kindern waren da und ich und mein Mann. Wir haben keine Kinder, habe ich glaube ich aber schon mal erwähnt. Man hätte das ändern können, aber wir haben letzten Endes uns dafür entschieden, halt, das jetzt momentan nicht zu ändern. Das ist auch alles, was ich dazu sagen kann und möchte. Ist ja auch nicht schlimm zu wissen, dass wir keine Kinder haben. Muss ja auch nicht immer zwangsläufig einen Grund haben, ne? Also von da an alles okay. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich hatte links von mir meine Mama sitzen und rechts von mir mein Mann. Ich saß also gut behütet am Kuchentisch. Meine Mutter hat ordentlich aufgefahren. Die ist jetzt gerade in der Chemo. Montags ist immer Chemotherapie bei meiner Mama. Ich weiß, dass sie nichts dagegen hat, wenn ich das erwähne. Ich bin nämlich auch dafür, offen damit umzugehen. Also wenn ich welche sehe, die ihre Chemoroutine haben und denen es dann relativ gut geht, dann geht man wahrscheinlich, sollte einen das auch mal treffen, viel mutiger daran, als wenn man jetzt nur die Schreckensgeschichten aus Film, Fernsehen und Internet sieht. Als meine Mama die ersten Chemos bekommen hat, dachten wir auch, das wird wie in den Serien, wo dann die Leute permanent über der Brechschüssel hängen. Entschuldigung, wenn euch das Thema triggert. Deswegen gehe ich auch nicht weiter drauf ein. Und so denkt man dann halt davon, dass das so alles, was man über die Chemo denkt. Aber wenn man die als Patient oder als Familienmitglied mitbekommt, dann weiß man, dass das halt so viel mehr ist. Zum Ersten auch einmal der Lebenserhalt beziehungsweise die Lebensrettung, definitiv. Das ist der größte Nutzen, den man davon hat. Und zum anderen lernt man, dass das nicht zwangsläufig immer so sein muss, dass man über der Schüssel hängt, ne? Also natürlich gibt es Tage, wo einem dann wirklich schlecht ist, aber in den seltensten Fällen hängst du dann wirklich tatsächlich irgendwo mit dem Kopf in der Schüssel. Sei es jetzt die Kloschüssel oder die Schüssel, die man in die Hand gedrückt bekommt. Oder der Eimer im klassischen Sinne, den kennt ihr bestimmt auch noch von damals, oder? Bei uns war es damals immer der Eimer, der Putzeimer, der uns gereicht worden ist. Ja. Und das ist dann halt nicht zwangsläufig so, ne? Und selbst wenn diese Übelkeit da ist, wissen wir halt genau, dass die Chemo einfach wirkt, ne? Dass die im Körper angekommen ist, dass die ihren Nutzen zeigt. Und das halte ich vom Mindset her auch für wichtig, das so für sich zu verinnerlichen. Ne? Also, wenn es dir schlecht geht, dass die. Ich habe übrigens noch einen wunderschönen Stift, den können wir uns auch noch mit dazu nehmen. Ich packe den einfach mal mit im Bild. So, das ist unsere Diamond Painting Dekoration. Die Pinzette habe ich hier auch. Jedenfalls, das ist so mein Denken, was ich dann habe, dass man merkt, dass die Chemo da ankommt, wo sie hin muss. Ne? Natürlich ist es immer besser, man steckt das so hundertprozentig weg und man weiß auch, dass man
weglaufen soll, so ein bisschen vor dem Krebs. Also viel an die frische Luft spazieren gehen, wenn man kann. Manche haben auch Probleme mit Nerven und Knochen. Und wenn man dann gute Tage hat, dann sollte man wirklich rausgehen, ein bisschen laufen, ne? Und das würde ich mir dann auch vornehmen. Also ich glaube, früher habe ich immer gesagt, ich bin zu wenig besonders, um an Krebs zu erkranken, weil ich finde, dass man, ja, ich weiß gar nicht. Also früher habe ich immer gedacht, das würde nur ganz wenige Randgruppen treffen und dass man was ganz Besonderes ist, wenn es einen halt erwischt hat und dass das ein doofer Zufall und ein blödes Schicksal ist. Mittlerweile weiß ich aber, dass unheimlich viele an Krebs erkranken. Und ja, dass man schon gute Dinge für den Körper tun kann, damit die Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dass man es bekommt. Aber mittlerweile habe ich halt auch gelernt, dass Krebs von niemandem eine Ausnahme macht. Also es ist egal, wie gesund du dich ernährst, wie viel Sport du machst, wie dünn oder dick du bist, wie jung oder alt du bist. Es kann einfach jeden treffen und man kann eigentlich nichts dagegen tun. Also es gibt nichts, was du tun kannst, um zu sagen, ich werde nie Krebs bekommen. Weil spätestens im Alter erwischt es dann vielleicht doch denjenigen, der in jungen Jahren verschont bleibt. Wir haben zum Beispiel beim Erste-Hilfe-Kurs gelernt, dass der Mensch eigentlich nur an zwei Dingen stirbt. An Herz-Kreislauf-Versagen bzw. Organversagen oder an Krebs. Und damit ist einfach das Alter gemeint. Also wenn ein Mensch, sagen wir mal, über 80 stirbt, dann halt aus diesen zwei Gründen. Weil man im Alter Krebs bekommt, weil der Körper sich halt selbst zerlegt oder weil der Körper einfach seine Funktionen einstellt, was ja das Herz-Kreislauf-Versagen oder das Organversagen ist. Das Herz ist ja auch ein Organ. Und das ist so, das habe ich akzeptiert. Und trotzdem versuche ich, so einen gesunden Mittelweg zu finden und was für mich zu tun. Also ein bisschen mehr Bewegung, trotz meines sitzenden Hobbys, ne? Also auf der Arbeit mache ich jetzt ganz oft, also mache ich es jetzt ganz oft so, dass ich wirklich stehe am Schreibtisch oder am Tresen. Vor allen Dingen, wenn LKW-Verkehr ist, da habe ich keinen Grund, mich irgendwie vor die Scheibe zu setzen, weil sowieso alle Nase lang, spätestens alle 10 Minuten, also das ist schon sehr wenig dann, ein LKW kommt. Manchmal kommen auch in 10 Minuten 4 LKWs oder 5. Dann brauche ich mich nicht vor die Scheibe da setzen und aus dem Fenster gucken, ne? Dann stelle ich mich immer an den Tresen. Dann sieht man es immer von den Büroräumen aus gelb leuchten. Das bin dann ich in meiner Warnweste. Ja, und ja, ich stehe verhältnismäßig viel, weil ich einfach gelernt habe, dass die Menschen 80% ihres Lebens sitzen und nur 20% stehen. Dass es aber eigentlich für einen gesunden Rücken andersrum sein muss, nämlich 80% stehen und 20% sitzen. In das Stehen könnt ihr auch das Liegen mit reinrechnen, denn Liegen und Gehen ist besser als Sitzen und Stehen, ne? Also wenn ihr euch irgendwo hinstellt, dann haltet euch ein bisschen in Bewegung für Beine und Wehen und Rücken. Und das versuche ich halt so ein bisschen umzusetzen. Ja, dann denke ich ja auch darüber nach, dass ich älter werde. Die 3 verschwindet irgendwann und es steht schon eine 4 da. Und je älter du wirst, desto mehr baust du ab und desto schwieriger ist es dann auch, Gewicht zu reduzieren und die Knochen gesund zu halten. Aktuell habe ich tatsächlich von dem ganzen Arbeiten, wenig Schlafen, mit etwas Nacken- und Schulterverspannung zu kämpfen. Also ich habe ja jetzt, ist der 30.09., nach meiner Schicht 220 Stunden Arbeitspensum rum und ich wusste ja schon vorher, dass mir das zu viel ist. Ich mache den Job ja schon 15 Jahre und habe ganz am Anfang die ersten, sagen wir mal, 3 Jahre des Jobs immer an der 220-Stunden-Marke gekratzt, bis ich zu meiner Firma gesagt habe, Leute, ich bin jetzt A, verheiratet und B, schon ein paar Jahre im Job. Ich möchte gar nicht mehr so viele Stunden. Ich bin nicht mehr der Hauptverdiener. Bei uns, ich brauche diese vielen Stunden nicht und ich möchte sie nicht. Jetzt komme ich halt bei mir in der Firma nicht drum rum, die zu machen, weil uns einer unserer Hauptverdiener, sag ich mal, gerade fehlt.
Also in der Firma, mein Hauptverdiener fehlt nicht, der ist immer noch da, der geht immer noch arbeiten. Und ja, man muss es ja erklären, sonst wird vieles auf YouTube dann falsch verstanden. Von wegen, im letzten Video hast du dann auch gesagt, der Mann war für dich im Action. Ja. Ich hoffe auch, dass der bis zum Ende meines YouTube-Kanals auch immer noch mein Mann ist. Ich habe schon einige Kanäle gesehen, da ist der Mann halt irgendwann nicht mehr der Mann gewesen. Und dann hat sich für den Kanal alles verändert. Ich hoffe, dass sich vor meiner Ehe, also vor meinem Ehestatus, dann eher mein Kanal ändert und nicht mein Privatleben. Sagen wir es mal so. Ja. Ich weiß ja nicht, wie lange man YouTube überhaupt macht und wie lange ich das Hobby habe und wie lange ich YouTube durchziehe, ne? Ob es mir nach 5 Jahren immer noch Spaß macht und wie mein Kanal in 5 Jahren aussieht. Darüber kann ich mir jetzt noch gar keine Gedanken machen, weil mein Kanal besteht ja erst jetzt seit 9 Monaten mit dem September. Das gibt schon den Monatsrückblick 9, wow. So krass, wie ich am Anfang gehofft und gedacht habe, habe ich den Stash-Detox aufgrund meines Geburtstags schon nicht so gut durchgehalten. Und dann bin ich ja auch bei Diamond Art Club schwach geworden. Das möchte ich euch aber noch beichten und zeigen. Und ich finde, selbst wenn ich mir so Mini-Kits kaufe, bei Paint Jam oder bei Diamond Art Club, auch das fließt ja irgendwie in den Stash-Detox mit ein. Also für die Mini-Kits bleibt ja das, was ich schon besitze, dann in dem Moment liegen. Und klar habe ich die jetzt zweimal oder jeweils 2 Stück in verschiedenen Shops für meine Videos bestellt. Das muss man auch dazu sagen. Der Content oder der Kanal lebt ja davon. Aber ich habe sie auch bestellt, weil sie mir gefallen haben. Ganz einfach. Und bei der ersten Diamond Art Club Bestellung gab es halt nur 2 Minis verfügbar. Eins davon habe ich euch schon gezeigt und sogar schon fertig gepaintet. Das seht ihr im Monatsrückblick am Freitag, also übermorgen, wenn ihr das Video hier seht. Ja, das habe ich euch, wie gesagt, dann zeige ich euch das komplett fertig. Und auch noch ein anderes Mini im Vergleich von einem anderen Shop, was ich hier auch schon geöffnet, aber noch nicht fertig gezeigt habe. Im September habe ich für die 220 Stunden, die ich gearbeitet habe, relativ viel geschafft, weil ich mir Mini-Projekte mit zur Arbeit genommen habe. Wenn ich schon so viel da bin, ne, dann muss ich auch ein bisschen ausspannen. Und gerade im Frühdienst habe ich einfach diese halbe Stunde Mittagspause, die andere offiziell hatten, die ich in meiner Pforte am Tisch verbringen muss, einfach öffentlich genutzt zum Painten. Ne? Also wirklich mal eine halbe Stunde durchgezogen und mal so ein Mini-Bildchen gepaintet. Und dann, wenn alle raus waren, halt nach und nach zu Ende gepaintet. Weil manchmal hatte ich auch 12 Stunden Tagschicht. Und ab 14 Uhr, wenn die erste Schicht raus und die Spätschicht drin ist, wird es dann ein bisschen ruhiger. Dann kommen nur noch so nach und nach ein paar raus. Und ab 15 Uhr ist sogar die Warenannahme zu. Das heißt, da kommt dann der eine Teil von LKWs nicht mehr, nur noch ein paar für den Versand. Und dann lege ich das Bild halt auf den Tisch und mach's fertig, ne? Das sind ja nur so Mini-Bildchen gewesen. Und ja, so habe ich dann halt ein bisschen mehr geschafft, trotz Arbeit. Nicht jeder hat den Vorteil, dass er sich Diamond Painting Krams mit zur Arbeit nehmen kann. Was ich auch ganz gerne da mache in den Frühschichten, damit ich tätig aussehe. Ich muss mal kurz auf Pause drücken und mir einen Kaffee holen. So, ich war dann auch mal kurz die Hunde rauslassen und einen Schluck Wasser trinken. Hab mir dann, weil es schon eins ist, gleich so ein Foodie geholt, was in der Box drin war. Ich werde das nämlich sozusagen jetzt nebenbei trinken, weil es heute Abend mit meinem Mann zusammen das gekochte Essen gibt. So, zack, mal gucken, ob das noch schmeckt. Ich habe mal ein bisschen länger auf das Paket warten müssen. Fantastisch. Schmeckt so richtig geil nach Popcorn. Ich habe es dann erstmal nicht verwertet. Dieses Foodie, das ist halt eine Trinkmahlzeit. Ständig in irgendwelchen Boxen drin, die ich ja auch habe. Also mal so eine, wie heißen die denn? Diese Tüten. So eine Campus-Tüte habe ich schon ewig. Auch noch
wo ich in Bielefeld in der Ausbildung war zu meinem Job. Das war ja die DEKRA, also auch so eine Art Schule. Da habe ich die schon regelmäßig bekommen. Und eine davon war dann halt mal eins in der Box, waren 4 Tage unterwegs, sollte nämlich in die Packstation gestellt worden werden. Und da hatten wir irgendwie eine Fahrerin, die sehe ich jetzt auch gar nicht mehr wieder. Die hat das nicht gebacken gekriegt. Die hat die Pakete im Fahrzeug immer von unten nach oben geräumt. Die stand genau vor meiner Tür und ich habe mein Paket in ihrem Fahrzeug gesehen. Aber weil ich es umgeleitet hatte, weil ich dachte, die schafft es halt nicht, bis ich zur Spätschicht muss. Und da dachte ich, ja gut, da komm, dann lass, bevor sie jetzt anquatscht da beim Umschichten, lass es in die Packstation bringen. Ja, hat die aber dann nicht auf die Kette bekommen. Dann hat sie es 2 Tage später oder ein Kollege in die Packstation gehievt, das Paket. Die sind immer relativ schwer. Ja, und dann war es halt 4 Tage insgesamt bei DHL unterwegs. Und dann hatte ich halt Schiss, weil es im Sommer war, das noch zu konsumieren. Und dann habe ich aber eine neue Box bekommen, wo die drin waren und gemerkt, ach, die müssen ja gar nicht gekühlt werden. Die sind wahrscheinlich so mit Konservierungsstoffen zugeballert. Da steht nämlich nicht, dass da keine drin sind. Ungeöffnet bei Raumtemperatur. Ja, man muss sie nicht mal kühl lagern. Ja. Und dann habe ich gedacht, gut, dann kannst du es vielleicht doch noch aufbrauchen. Schmeckt auch ganz normal wie ein Proteindrink. Ich bin in der Regel nicht dafür, Mahlzeiten durch Proteinshakes zu ersetzen. Aber für mich lohnt es sich jetzt nicht, eine vollwertige Mahlzeit noch zu essen. Und diese Shakes machen relativ gut satt, diese Foodies. Und manchmal schaffe ich es nicht, wenn ich mir nur einen Joghurt oder einen Snack irgendwie nehme, meine Vitamine abzudecken innerhalb eines Tages. Und in diesen, ich zeige euch das einfach mal, falls es euch interessiert, in diesen ist das alles hinzugefügt, ne? Es ist nicht das gesündeste der Welt, man soll das nicht immer machen, aber wenn ihr einmal ein bisschen Jod, Selen, Mangan, Kupfer und Zink und sowas auffüllen wollt, dann kann man sich so einen Drink unterwegs mal holen und reinpfeifen, bevor man sich irgendwie Fastfood oder Süßigkeiten oder sonst was holt. Und dazu schmecken die Foodies auch noch relativ gut. Werbung unbezahlt. Das Produkt ist nur in einer Abo-Box gewesen. Ja, und ich habe jetzt zweimal Popcorn noch im Kühlschrank gehabt. Einmal Banane, einmal Blueberry Vanille. Weil nämlich zwei neue mit der Campus-Tüte geschickt worden sind. Und ja, ich mag die. Also ich nehme die auch manchmal mit, wenn ich nur so eine 5-Stunden-Spätschicht habe. Und die ist etwas zäh. Na, machen wir hier jetzt einfach mal weiter. Weil da kommen noch richtig viele Herzen, wie ihr seht. Und die, oh, ich habe schon wieder vergessen, auf Start zu drücken. Und ja, die Schicht ist dann etwas zäh. Bevor ich dann da sitze und mir irgendwelche Snacks reinpfeife, nehme ich mir halt so eine gekühlte Flasche Fudi und nippe die vor mich hin. Kann man sich ruhig 15, 20 Minuten mit Zeit lassen. Dann sätte ich das sehr gut. Und hilft mir, wenn ich mal ausschweife, mein Gewicht zu halten, ne? Weil ich möchte ich muss ja alle 3 Monate irgendwie zum Arzt. Ich habe ja gesundheitlich so ein paar Probleme, die überwacht werden müssen. Habe ich ja mal ganz am Anfang erwähnt, dass falls ich mich irgendwie verändere, dass ich nicht krank bin oder sowas und niemand fragen muss, aber dass ich mich halt aus gesundheitlichen Gründen etwas um mich kümmern muss, mehr bewegen, meine Ernährung ein bisschen umstellen. Und das ist ja jetzt noch leichter als wie im höheren Alter, sage ich mal. Und darum mache ich das. Und ja, dann habe ich diese Idee eigentlich nie gehabt, mal diese Foodies zu konsumieren oder diese Eiweißshakes. Habe aber gelesen, wenn ihr euren Eiweißgehalt, den ihr am Tag zu euch nehmt, anpasst, dass dann der Hunger nach ungesundem Kram nicht mehr so schlimm ist. Ich muss ein bisschen mein Licht abdrehen. Das blendet mich so ein bisschen, ja. Und dass dann, wie gesagt, dieser Heißhunger nach ungesundem Kram so ein bisschen abnimmt und deswegen
fand ich die Idee dann gar nicht mehr so schlecht. Selber gekauft habe ich diese Foodies oder diese Shakes und so noch nie, diese fertigen Shakes in der Flasche. Obwohl doch von High Protein, von Ehrmann, wo es auch die Puddings von gibt. Da gibt es diesen Shake in klein in Latte Macchiato. Wenn der im Angebot war, die habe ich schon mitgenommen als Kaffeeersatz auf der Arbeit, weil da kein Zucker drin ist. Und dann habe ich sowas halt auf der Arbeit getrunken, weil Essen ist es ja nicht wirklich. Und ich mag auch gerne Rohkost, so wie Paprikas geschnitten, da habe ich ja gar kein Problem mit. Mein Mann kann die nicht essen, der kriegt dann Sodbrennen, aber ich habe mit rohem Gemüse, ich bin das von Kindesbeinen auf gewohnt, habe ich gar keine Probleme. Für mich muss man auch beim Kochen keine Paprika schälen, also das macht mir nichts. Ich kann auch Brokkoli roh essen. Als Salat und Kohl, also alles, was du dir vorstellen kannst, einfach mariniert. Ich habe überhaupt gar keine Probleme zum Glück mit Rohkost per se. Auch als Suppe und gekocht irgendwie nicht. Und ja, ich würde das dann so machen tatsächlich, dass ich dann in so einer Mittelschicht, wie ich sie immer nenne, ich nenne sie auch manchmal spaßeshalber Kasperschicht. So eine habe ich ja morgen zwischen 16 und 20 Uhr, so eine 4-Stunden-Schicht, wo dann ein Mann fehlt und dann zwei. Einer seine normale Schicht macht, ich 4 Stunden an seine Schicht dranhänge und der andere eine 12er macht, weil wir 24 Stunden abdecken müssen. Das ist immer, wenn ein Mann fehlt und der andere nicht länger bleiben kann, dann fehlt so eine Mittelschicht dazwischen. Ja, und damit wir unsere Ruhephasen dazwischen haben von 11 Stunden, decke ich dann so eine Kasperschicht halt ab morgen. Und in so einer Schicht würde ich mir dann wahrscheinlich einfach wieder ein bisschen Rohkost, also meist Cherry-Tomaten, Gurke oder eine Karotte, in die Tasche schmeißen, was ich so snacken kann. Und halt so ein Foodie für den Kühlschrank oder ein High-Protein-Pudding. Mag in Vanille aktuell. Also früher habe ich nie Vanille gegessen, aber die haben die Rezepturen ein bisschen geändert im Lidl. Und ja, jetzt mag ich den Vanille. Der hat nämlich vorher so nach nichts geschmeckt für mich. Jetzt finde ich den eigentlich gerade aktuell besser als Schoko. Jo. Proteine haben wir dann auch abgefrühstückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde jetzt mit dem Foodie dann versuchen, bis heute Abend, bis mein Mann nach Hause kommt, zum Essen durchzuhalten. Ich hatte Putenschnitzel aufgetaut, die ich machen möchte. Ich werde sie aber nicht panieren. Panierte Schnitzel hatten wir schon vor einigen Tagen. Ich werde mal gucken, vielleicht schneide ich die klein und brate die in gewürzten Würfeln an und räche die zu einer Beilage und Gemüse. Wir haben immer so gemischtes Gemüse eingefroren. Oder auch in Dosen, extra im Schrank. Weil ich mir immer denke, so ein TK-Gemüse oder mal eine Dose Champignons, Erbsen und Möhren und sowas ist immer besser, als gar kein Gemüse in seinen Gerichten zu haben. Wir hatten nämlich das Problem, gestern zum Beispiel auch, dass wir Fleisch auf den Kontaktgrill geschmissen haben und so ganz dicke Pommes, also kartoffelmäßig schon, in die Heißluftfritteuse. Und dann haben wir halt kein Gemüse dazu gegessen. Brauchten wir jetzt gestern auch nicht noch als Beilage, weil wir das als Armbrot gegessen haben, nachdem wir bei meiner Mutter auf dem Geburtstag zu Kaffee und Kuchen gewesen sind. Das heißt, wir brauchten halt nicht mehr viel und nicht mehr Aufwendiges. Dann war gestern wieder so ein Tag, wo wir kein Gemüse gegessen haben zum Armbrot. Und das ist zum Glück nur noch äußerst selten. Früher hatten wir das total oft. Also als wir zusammengezogen sind, das ist jetzt schon im November fast 16 Jahre her, als er dann häufig bei mir war, da haben wir ganz oft Ravioli für jeden eine Dose gemacht oder Fleisch-Reisbällchen-Topf von Erasco und solche Sachen. Also wir haben, oder wir haben diese fertig gewürzten Putengrillis gekauft und dann einfach auf dem Backblech Pommes drauf gekippt und dann haben wir nur diese Hähnchendinger mit Pommes gegessen. Also wir haben so selten Gemüse gegessen. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich so wirklich viel Gemüse im Haus hatte. Eine Truhe hatte ich erst 2 Jahre später, glaube ich. Die haben wir uns dann mal zusammenbestellt und die stand dann im Wohnzimmer. Was nicht schlimm war, da habe ich mich eh kaum aufgehalten. Ich habe ja keinen Fernseher gehabt.
Und wir haben uns meistens, er an seinem PC, ich am Laptop damals, im Schlafzimmer an unseren Schreibtischen aufgehalten. In der größeren Wohnung hatten wir dann ein Arbeitszimmer. Ja. Und am Anfang immer noch keinen Fernseher. So ein 35 cm Fernseher aus seinem Jugendzimmer haben wir gehabt. ja, ich hatte einen Fernseher, als ich in die Wohnung eingezogen bin. Der ist aber dann kaputt gegangen. Das war so ein alter Grundig-Röhrenfernseher mit Holzkorpus drumherum aus meinem Elternhaus. Den habe ich irgendwie mit 14, glaube ich, bekommen, in mein Zimmer bekommen. Der ist dann vom Wohnzimmer meiner Eltern in mein Jugendzimmer gewandert, dass ich mir mit meiner kleinen Schwester, erst mit meiner großen, dann mit meiner kleinen Schwester geteilt habe. Ich hatte, als alle Kinder bei meinen Eltern gewohnt haben, 3 Monate ein eigenes Zimmer. Dann ist mein Bruder größer geworden, hat er das bekommen und ich bin mit meiner kleinen Schwester in ein Zimmer gekommen, die 11 Jahre jünger ist als ich. Das habe ich, glaube ich, 2 Jahre so gehabt. Immer wieder umgestellt, mein Bett in die hinterste Ecke versteckt. Da waren halt Schränke vorgebaut und ein Vorhang vor. Also ich hatte schon meinen eigenen Bereich, aber es gab halt keine Tür dazwischen. Nur den Vorhang und die Schränke, die das Zimmer getrennt haben. Fand ich schon sehr gut, dass meine Eltern das so gemacht haben. Also es waren halt mein großer Schrank, wo der Schreibtisch dran war, ein Kleiderschrank und ein Schrank, wo mein Bett letzten Endes vorstand. Das war so ein Schrank mit einem Bettkasten dahinter. Da konnte man seine Kissen und Decken und Bettwäsche und sowas reinstopfen. Diese 3 Schränke standen an einer Wand. Und dann haben meine Eltern von der Decke bis zum Fußboden so einen schönen dunkelblauen Vorhang runterhängen lassen mit Sonne, Mond und Sterne für meine kleine, damals 5-jährige Schwester. Und haben das Zimmer dann halt so geteilt, ne? Und der Durchgang, der war dann an der Terrassentür bzw. Balkontür, die bei meiner Schwester im Zimmer war. Oder so genau an den Schränken. Man konnte sie nicht mal ganz aufmachen. Habe ich mal gerade wieder einen Schluck getrunken. Man konnte sie nicht mal ganz aufmachen und dann hat und genau so, ach so, und der Durchgang, der war so um die 70 cm nur breit, ne? Wenn man dann was umbauen wollte, hat man den Schrank ein bisschen zur Seite geschoben. Ja, das war auch eine relativ kleine Ecke, also 4 Quadratmeter war es nicht, wenn der Schrank. Wenn mein Bett vor dem Schrank stand, war dahinter Platz, glaube ich, für einen Nachtschrank. Dann hatte ich einen kleinen Couchtisch und an der einen Wand noch so ein kleines Sideboard stehen, wo dann dieser Mini-Fernseher von meiner großen Schwester noch drauf stand. Der hat aber so nicht wirklich Programme gehabt. Da war aber mein Sega dran angeschlossen. Und ich habe immer so ein Tetris-Spiel mit Diamanten gespielt, das weiß ich noch. Ja. Das war mein Zimmer, ne? Schreibtisch nahe des Fensters dann zum Hausaufgaben machen. War jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen, aber war immer blöd, wenn meine kleine Schwester Freunde zum Spielen da hatte, weil die haben dann in der Zimmerseite natürlich gespielt. Und wenn ich dann auch im Haus war, dann war es nervig. Ich bin dann halt geflüchtet zu einer Freundin oder so oder einfach so raus, bis sie ins Bett gegangen ist. Ja. Und irgendwann, ich glaube dann 2 Jahre später, bin ich dann auch ausgezogen. Allerdings in eine andere Familie, also in die Familie meines Ex-Freundes damals, meines ersten Freundes in dem Sinne, wo dann seine Brüder, seine Schwester und die Mutter mit im Haus gewohnt haben. Das heißt, ich war nicht auf mich allein gestellt. Ich bin einfach nur von meiner Familie in seine Familie gezogen. Darum haben meine Eltern das mit gerade 19 auch akzeptiert. Und ja, habe einen Roller mitbekommen, den ich meinem Vater abgekauft habe, um dann zur Ausbildung zu kommen, zur Arbeit zu kommen. Was ich auch gemacht habe. Also man kann nicht sagen, dass ich nie zu meiner Arbeit gegangen bin. Ich war super selten krank. Ganz zum Schluss meiner Ausbildung bin ich dann mal wirklich ein paar Wochen dann krank gewesen. Da bin ich operiert worden und dann fehlte ich halt. Aber so wie das heute ist, dass sich manche Leute regelmäßig krank schreiben lassen, vor allen Dingen bei mir im Job. Also wie viele da krankheitsbedingt ausfallen, ne?
Von meinen Kollegen jetzt selten. Ich glaube, jeder meiner Kollegen war jetzt, seit ich da bin, ich bin ja ein Jahr in der neuen Firma, war jeder meiner Kollegen einmal krank, der eine aber nur 2 Tage, weil er eine Zahn-OP hatte. Ja, will man nicht weiter ins Detail gehen. Geht ja auch keinen was an, falls die Firma zuhört, wobei die Firma ja wusste, dass er operiert worden ist am Zahn. Ja, und habe jetzt halt einen Kollegen, der länger ausfällt, der jetzt schon seit 5 Wochen, meine ich, weg ist. Müssen jetzt schon am Ende des Monats 5 Wochen sein, weil im September war er nicht da. Es ist Ende August passiert, dass er sich verletzt hat. Ja, und der andere Kollege, der war, glaube ich, einmal eine Woche irgendwie krank, ne? Hat aber nicht gesagt, was er hatte. Da fallen andere, die uns dann ersetzen sollen, schon eher aus. Ich war übrigens einen Tag krank in dem einen Jahr in der neuen Firma. Also ich musste mich wirklich mal einen Tag komplett rausnehmen. Ich wollte tauschen, also ich wollte mich gar nicht krank schreiben lassen. Ich habe alle meine Kollegen, bis auf einen, der eh schon Dienst hatte, den ich nicht fragen konnte, das war unser Nachtschichtkollege. Ich habe die beiden anderen gefragt, ob die länger bleiben, beziehungsweise mich ersetzen und meine Schicht nehmen. Und keiner von beiden wollte die Schicht nehmen. Also, und das sind halt auch zwei, die man immer fragen kann und die dann halt, vor allen Dingen, wenn die Firma fragt, grundsätzlich Nein sagen. Ist ja auch in Ordnung, soll jeder machen, wie er mag. Aber hat mir in dem Moment halt nicht geholfen. Die wollten dann, dass ich das über die Firma mache. Habe ich dann gemacht, habe da angerufen, habe dem Kollegen gesagt, ich wollte mich auskurieren übers Wochenende, aber ich kann den Montag da nicht sitzen. Das war eine ganz normale Spätschicht, wo jeder rein und rausläuft, vor allen Dingen die, die sich austragen, um Feierabend zu machen. Und ja, dann habe ich da halt angerufen. Das war Sonntagmorgen, weil bis Sonntagmorgen hatte sich noch keiner gefunden, der mich ersetzt. Und habe mich dann halt krank gemeldet. Den Dienstag hatte ich sowieso frei und habe den dann vorsichtshalber noch mit auf die Krankmeldung schreiben lassen, damit die mich nicht einsetzen können am Dienstag, weil den freien Tag brauchte ich noch, ne? Ich hatte dann den kranken Sonntag, den Montag und den Dienstag und nur den Montag bezahlt bekommen, weil am Dienstag war ich ja nicht eingeplant und deswegen kriege ich da auch kein Krankengeld in meiner Branche. Ich kriege nur Krankengeld, wenn ich eingeplant bin. Und wenn du einen ganzen Monat fehlst, dann nur Krankengeld in Tagessätzen, die auf deinen Mindeststundenlohn angepasst sind. Also wir haben dann zum Beispiel einen 170-Stunden-Vertrag und dann kriegst du so viele Kranktage, montags bis freitags 4-mal beispielsweise, dass du auf deine 170 Stunden Vollzeit kommst und mehr halt nicht. Das ist in der Bewachung so, weil jedes Mal, wenn jemand ausfällt, muss die Firma ja den, der ausfällt, in Form von Krankengeld bezahlen und den Kollegen, der dich ersetzt. Und damit man nicht den ganzen Monat dann doppelt zahlen muss, ist es so gemacht worden, dass man, wenn man krank ist, so ein Grundgehalt dann bekommt. Und wenn man nur ein paar Tage krank ist, das Krankengeld nur an den Tagen bekommt, die man eingeteilt war. Ist bei mir jetzt, wenn ich mal eine Woche ausfallen sollte, so, jetzt sind Timer und Videozeit fast wieder eins. Jetzt hätte ich fast den hier genommen, aber kann ich ja mal ausprobieren, wenn ich so viele Herzen noch setzen muss. Ja, da. Ich habe jetzt echt den Faden verloren, wo ich stehen geblieben bin. Ach so, genau. Und dann war es bei mir in dem einen Jahr so, dass meine Firma mir tatsächlich einen Tag Krankengeld zahlen mussten, weil es ging nichts. Ich habe halt mir eine Erkältung eingefangen. Die wurde auch noch richtig krass. Also ich habe noch die ganze Woche, ich habe mich mittwochs in der Frühschicht schon wieder in die Firma gesetzt und es war ja im Sommer, habe die Fenster und Türen aufgelassen und mir die Hände regelmäßig desinfiziert. Seitdem steht auch so ein Desinfektionsmittel im Schrank. Das hatten wir bis dato nicht. Nur auf den WCs, aber nicht auf unserem. Da sind die Spender wohl immer von der Wand gekommen. Und jetzt hatten wir da keinen mehr. Und da gehen eh nur wir drauf. Darum haben sie die halt nicht wieder aufgehängt. Ja. Jedenfalls ist es so, dass ich das dann in den Schrank gestellt habe und dass ich den Mittwoch dann schon wieder auf der Arbeit gesessen habe und nur den einen Tag mich rausgenommen habe. Ich musste ja auch den Arbeitstag, der mir fehlte, stundenmäßig ersetzen, ne? Wenn den
ein Kollege genommen hätte, dann hätte ich ihm einfach wieder einen Tag abgenommen, dann wären die Stunden nicht flöten gewesen. Aber so, weil ich halt krank war und die Spätschicht nicht kommen konnte, habe ich halt am selben Tag, an dem Montag dann noch eine Krankmeldung besorgt. Der Vorteil ist, dass das elektronisch ist und dass du mit Erkältungssymptomen den Arzt einfach anrufen kannst. Und ich wurde halt dann auch noch gebeten, obwohl es schon länger her ist, dass Tests Pflicht waren, einen Corona-Test zu machen, damit die, wenn es so wäre, das irgendwie in die Akten mit aufnehmen können. Man kann ja unwissentlich irgendwelche Langzeitfolgen bekommen oder ja, es ist einfach mal relevant, ob man es je gehabt hat oder nicht. Also ich kann euch sagen, ich habe es wissentlich nie gehabt. Immer wenn ich Tests gemacht habe, dann habe ich die über mehrere Tage gemacht, um es wirklich auszuschließen. Meine Mama nebenan wohnt und ich da nicht mit Erkältungssymptomen oder im Zweifelsfall Corona hingegangen wäre. Und ja, dank der Impfen ist es ja auch für die meisten, für 99% nicht mal mehr wie eine Erkältung. Ich hatte aber tatsächlich nur diese Erkältungssymptome, auch wirklich nur einen Tag Fieber, wo der Körper sich gedacht hat, da sind ein paar Viren drin, die schwitze ich jetzt mal lieber aus. Ich mache es dann so, ich gehe mit einem dicken Jogginganzug und Socken ins Bett. Ja, kaum rede ich von Erkältung, muss ich husten. Kriegt ihr ja nicht mit, weil ich auf Pause drücken kann. Ja, ich gehe dann halt eine Nacht mit Jogginganzug und Socken ins Bett, schwitze das mal richtig aus. Und eigentlich komme ich da relativ schnell drum rum. Also mir ging es die 3 Tage, es fing samstags abends an. Da war ich allerdings noch in der Nachtschicht in der Firma. Und Sonntag nach dem Aufstehen, das war dann, ich bin dann schon eine ganze Stunde eher aufgestanden, nämlich schon um 9, um meine Firma anzurufen. Da merkte ich schon, dass es mir schlecht geht und dass ich krank werde. Und dann habe ich an dem Sonntag den Chef in der Firma angerufen und ihn halt gefragt, ob er mich irgendwie ersetzen kann. Und dann sagte er, ja, sollte ich doch einmal unsere Zentrale anrufen, ne? Und mich ersetzen lassen. Und ja, jetzt muss ich mal gleich mein Video durchhören, ob ich den Firmennamen vorhin aus Versehen gesagt habe. Einen Augenblick. So, mit meinem Video ist alles safe. Ich habe mal kurz unterbrochen, um in das Video reinzugucken. Dann noch ein bisschen am Foodie genippt und eine Nachricht bekommen. Also, Thema Krankengeld und Krankheit können wir jetzt ja erstmal abschließen. Ich bin jedenfalls selten krank und ich hoffe, das bleibt so. Ja. Mache jetzt hier noch das Schwarze zu Ende. Hänge den letzten Rest dann ans Video für euch noch dran. Und habe dann am 2.10. ist das ja, wenn ihr das seht. Direkt Anfang Oktober, ich trage das dann auch gleich in mein Journal ein, das erste Feld am Buddha gepaintet. Die Uhr habe ich dann nebenbei, weil ich ja eh eine Videopause hatte, auch auf die richtige Zeit gebracht, die Stoppuhr, sodass ich die richtige Uhrzeit dann aufschreiben kann. Und ich bin mal gespannt. Also, was ich euch schon verraten kann, ist, dass das letzte Buddhafeld wieder 3 Stunden 55 gedauert hat. Hier sind ein paar weniger Farben, aber die Fläche ist größer. Und wenn ihr seht, dass ich jetzt für die ganzen schwarzen Steine hier oben in der Ecke und das wieder fast eine Dreiviertelstunde gebraucht habe, dann sieht man ja, wie lange der Rest des Feldes noch dauern kann. Ich bin auch in dem Whip and Chat etwas langsamer. Also würde ich jetzt eine neue Leinwand mit gegossenem Kleber vor mir liegen haben, mit perfekten Steinen, wie es bei einigen Herstellern ist, die ich liebe, dann wird es wahrscheinlich einen Tacken schneller gehen. Aber trotzdem mag ich mein Buddha-Bild und ich bin ja auch nicht auf der Flucht und es dauert eben so lange, wie es dauert. Also man kann davon ausgehen, weil ja viele sagen, mach doch den letzten Rest eben fertig. Im Übrigen sind hier unten auch noch Herzen. Das heißt, so ein paar Minuten sitzen wir noch. Die seht ihr gerade gar nicht. Dafür muss ich dann doch nochmal einen Tacken rausgehen mit dem Zoom. So, hier unten in der Ecke, wo uns die Lampe gerade sehr blendet. Ich schieb's und seht ihr? Da sind auch noch
ganz viele Herzen, die wir jetzt zusammen fertig machen können. Also mir macht das Bild trotzdem sehr Spaß. Und ich habe da auch ein kleines Anliegen. Und zwar empfehle ich das zwar manchmal in den Videos, aber ich vergesse das auch oft. Ich denke doch tatsächlich zum ersten Mal die Artdot-Lampe an zu pfeifen. Das hat sie sonst nie gemacht. Und zwar gebe ich immer alle möglichen Informationen, zum Beispiel zu meinen Social-Media-Kanälen oder zu meinen Partnershops unten in meiner Videobeschreibung an. In dieser Videobeschreibung wäre es dann natürlich mein Partnershop Picmondo. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, mal vorbeischauen, denn ich habe ja mal so Boxen vorgestellt und es gibt wieder zwei neue. Eine davon habe ich mir auch gesichert, die zeige ich hier dann wieder auf dem Kanal. Und ja, mein Link dazu, den findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr euch bei Picmondo was kaufen möchtet, dann geht doch bitte über diesen Link dahin. Das kostet euch nichts mehr. Ihr könnt trotzdem jeden Gutschein, den ihr im Netz findet, eingeben. Einfach über meinen Link auf die Seite gehen. Der ist dann im Hintergrund aktiv. Dann euch aussuchen, was ihr bestellen möchtet. Zum Beispiel eins der neuen Gratis-Minis. Es gibt ganz viele neue Bilder. Ich glaube, insgesamt zu den süßen 20, die es eh schon gab, gibt es fünf neue. Eins süßer als das andere. Ich habe zwei davon bestellt. Die werde ich euch, sobald die Bestellung da ist, auch zeigen. Es kann sein, dass mein Picmondo-Video noch vor dem Monatsrückblick kommt, weil ich natürlich die Mystery Box sofort hier auf YouTube auspacken möchte und die neuen Minis, bevor das ein anderer Kanal dann macht. Und deswegen ziehe ich dann sowas vor. Und am Donnerstag diese Woche wird es auch schon wieder ein extra Video geben. Das heißt, für alle wird es vier Videos diese Woche geben auf meinem Kanal. Und das Dienstagsvideo habe ich sogar auch noch geschafft. Das ist nämlich das hier, was ich mit dem Buddha vorab gemacht habe, nämlich das Oktoberfeld ein bisschen gerade machen, die Bubbles raus, das neue Washi-Tape aufkleben, das übrigens ein Kawaii-Washi-Tape von Diamond Art Club ist. Das habe ich in einem kürzeren Video als das hier für die Kanalmitglieder gemacht. Ich meine, und das meine ich nämlich, ihr verpasst ja nichts, weil ihr seht das neue Washi-Tape und das Oktoberfeld ja auch. Und was ich euch auch einmal zeigen kann, also jetzt einmal aufblicken. Ich habe hier hinten, das haben die Kanalmitglieder dann schon gesehen, meine Herbst- und Halloween-Deko aufgebaut. Ich habe die Sommersukkulenten und die grüne Frühlings-Sommerkerze habe ich weggenommen und habe es durch Halloween-Kerzen ersetzt. Und eine davon, nämlich diese, den Fox hier, der schon mehr als halb abgebrannt ist, den werden wir auch mal bei einem der nächsten Whip-n-Chats oder Videos einfach mal anzünden und ein bisschen den Herbstduft genießen. Natürlich könnte, hätte ich auch den, heute den Herbst-Tag einfach machen können, mit entweder oder, aber ich habe gesehen, dass das sowieso schon sehr viele auf YouTube gemacht haben und viele von euch, die mir folgen, die folgen natürlich auch den anderen Creatoren, was ja schön ist und gut ist. Und wenn ihr dann auf fünf Kanälen diesen Herbst-Tag seht, habt ihr da dann vielleicht auch gar keinen Bock mehr drauf. Deswegen dachte ich mir, lasse ich es sein und dekoriere halt herbstlich um und mache mein normales Whip-n-Chat für euch. Und fange auch schon mal dieses Buddha-Feld an, denn im September mit 220 Stunden bin ich total in Verzug geraten und habe dann Ende des Monats mit Ach und Krach dann dieses Septemberfeld gemacht, welches ihr im Monatsrückblick seht, der dann frühestens Freitag kommt. Und wenn am Freitag Picmondo ansteht wegen der Mystery Box, dann wird es das Video halt am Sonntag geben mit dem Rückblick und dann nächsten Mittwoch die Sprechstunde. Auch zum Thema Diamond Painting, wo ich euch dann vielleicht noch mal so ein paar kleine Projekte zeige für nebenbei, wenn ihr auch keine Zeit habt oder keinen Platz, um an den großen Bildern zu arbeiten. Und vielleicht können wir auch schon mal gucken, was ich für nächstes Jahr nach dem Buddha als unser Jahresprojekt vorbereite.
was ein Bild sein muss, das ich ja dann in 12 Teile oder in 24 Teile teilen kann. Also wir können das dann ja auch die nächsten 2 Jahre machen. Zumindest habe ich vor, meinen YouTube-Kanal so lange auch weiterzuführen. Also es liegt gar nicht gerade nach 9 Monaten gar nicht nahe, dass ich den aufgeben möchte. Ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt auch auf Instagram die 1000 Follower erreicht. Also wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, nats_enze_diamonds. Also ich heiße wie hier, nur dass zwischen dem Namen dann auch tatsächlich die Unterstriche drin sind. Ich glaube hier bei YouTube aber auch. Oben in meinem Banner am Kanal steht der Name so drin, wie man den auf Instagram schreibt. Wenn du noch nicht dazu gehörst zu den 1000, dann folg mir dort gerne. Ja, die 1000 sind normale Follower, also irgendwelche Sammel- und Fake-Accounts und sowas. Die lösche ich dann auch einfach. Es hat jetzt auch wirklich ein paar Jahre gedauert, auf 1000 zu kommen. Und es sind aber echte Accounts, die mir da folgen. Ob die jetzt noch alle aktiv sind innerhalb der Jahre, weiß ich natürlich nicht. Aber es sind keine Fake- und Spam- und Sammel-Accounts mit drin. Und auch nicht viele Shops, also so Shops, die dann irgendwelche Hunde-Gadgets verkaufen oder sowas. Die habe ich auch gar nicht als Follower irgendwie drin gelassen. Und ja, deswegen bin ich stolz auf meine 1000 auf Instagram und ich gebe mir Mühe, dort meine Fortschritte jetzt in letzter Zeit immer zu posten. Ich habe also im September richtig krass gearbeitet am Hobby und habe viele Updates für euch dort gepostet zu meinen Diamond Paintings. Und ja, mache das auch weiter so. Mit Angaben zum Bild und so weiter und so fort, so dass Nuts and the Diamonds auch dort ein Diamond Painting Kanal ist. Jo, private Einblicke habe ich da trotzdem immer mal wieder drin. Mache ich auch sehr gerne, dass ich mal so kleine Reisereels poste oder meine Hunde mal zeige. Jo, wenn ihr da Bock drauf habt, kommt doch einfach rüber. So, also wir machen jetzt auf jeden Fall die schwarze Fläche hier jetzt noch fertig, auch wenn ich schon panisch auf die Uhr gucke, weil ich noch kochen muss und sowas. Aber das wird jetzt erledigt. Das Quatschen und der Foodie kratzen mir so ein bisschen im Hals heute. Ach, ich habe schon schwarze Steine dazu geschmissen. Dann schmeiße ich mir noch mehr drauf. Es sind ja noch genug übrig. Schaut mal, hier ist noch so ein Riesenbeutel. Das sind sicher noch 50 Gramm da drin. Mit schwarzen Steinen. Viel Müll bei den Steinen, weil es sind natürlich 3 Jahre alte Steine, fast 4. Die waren damals noch nicht so gut wie heute. Und da war wesentlich mehr Ausschuss da. Ich muss aber sagen, dass ich ganz gut wegpainten kann, ohne viel auszusortieren. Aktuell. Hin und wieder habe ich mal einen da drin, den ich runterpinseln würde. Ich glaube, jetzt kommt die Post. Ja. So, auf zum Endspurt, meine Lieben. Ich habe tatsächlich der Post die Tür aufgemacht. Ja. Und habe was für meinen Mann und für mich angenommen. Ich hatte wieder bei Ahead bestellt. Falls ihr die Firma nicht kennt, die machen halt zuckerfreie Schokoriegel, Eiweißriegel und so Brotaufstriche. Also, es war ja mal diese Kinder Bueno Creme richtig im Rennen. Ich habe die auch geliebt, aber so ein Glas kostet halt auch schon inzwischen über 4 Euro. Ich weiß gar nicht, ob Kaufland zum Beispiel das noch im Programm hat. Das ist diese Mövenpick helle Haselnusscreme mit Milch oder Milch-Haselnuss. Die gibt es einmal in normalen Schokocreme und einmal in Nusscreme, die dann aussieht wie das Innere von Kinder Bueno. Und auch so schmeckt. Ja, haben wir häufig mal gekauft, vor allen Dingen im Werksverkauf von Schwartau. Und ja, dann kam es ja dazu, dass meine Blutwerte nicht passten und mein Arzt gesagt hat, bitte, wenn es möglich, auf Zucker verzichten, ist immer die erste Instanz. Viele werden dann auch sagen, ja, aber Produkte ohne Zucker haben halt trotzdem noch viel Zucker. Ja, das stimmt. Aber werden vom Körper anders verarbeitet. Also mir hat erstmal der Austausch, der Ersatz von Zucker geholfen, die ersten Kilos zu verlieren. Und hilft mir auch dabei, dass ich eben nur noch super selten klassische Süßigkeiten konsumiere. Hin und wieder läuft mir mal eine Schoki oder was von Kinder
oder normale Bonbons oder so über den Weg. Und dann esse ich die auch mal. Aber es ist nicht so, dass die noch so einen großen Stellenwert bei mir haben, ne? Und dass ich die unbedingt jeden Tag essen muss. Und zwar habe ich dann, anstatt dass ich Süßigkeiten auf der Arbeit esse, wie es viele in meinem Job machen, in der Bewachung, vor allen Dingen in der Nachtschicht, habe ich dann einen Proteinriegel mit, den ich mag. Da kaufe ich tatsächlich Marken. Oder diesen Peanut Karamell von DM, weil nicht alle Proteinriegel schmecken. Vor allen Dingen nicht die richtigen Protein-Proteinriegel, ne? Wo dann dieses gnatschige Proteinzeug drin ist. Da dann lieber so ein mit Dattel gesüßten Energy Ball mit Nüssen und Datteln und sowas. Das dann eher als High-Protein-Riegel, die nach Protein schmecken. Aber es gibt so ein paar Marken, die mir sehr gut schmecken. Und eine davon ist eben Ahead. Und die ist heute angekommen. Da bestelle ich circa einmal im Monat eine Lade. Also wirklich so einen ganzen Karton, den man auch in so ein ganzes Display, was man auch in den Supermarkt stellen könnte. Im Müller zum Beispiel gibt es die Marke. Bestelle ich mir dann und nehme dann fast jeden Tag einen so einen Riegel mit zur Arbeit für die Schicht. Esse den aber nicht jeden Tag. Manchmal bleibt er auch im Rucksack, weil ich genug Rohkost und Brötchen und Obst und sowas dabei hatte. Wenn aber der Tag mal länger wird und ich Süßigkeiten möchte, dann gehe ich an meine Tasche und greife mir irgendwie so ein Corny Free oder so ein Ahead-Riegel. Jetzt habe ich mir nämlich eine ganze Lade mit Peanut Butter Cups gekauft. So eine ganze 24er-Packung, glaube ich, ist das. Und zwar mit 80% weniger Zucker als die echten Peanut Butter Cups. Das sind so Erdnussbutter Pralinen, sage ich mal, ne? So Reese's kennt man ja, wie diese Orangenen. Und ja, die Uhr läuft noch, sehr gut. Ja. Solche habe ich mir dann jetzt mal probiert. Die habe ich bei Ahead neu entdeckt. Und habe aber noch ein paar von meinen Kakao-Kokosriegeln irgendwie übrig. Kann das dann immer kombinieren. Und dann habe ich mir einen Sechserpack, weil das am günstigsten ist, wenn man mehr kauft, von dieser Pistaziencreme im Glas bestellt. Und ich esse sowas anstatt der Mövenpick oder Markennennung unbezahlt und keine Werbung. Anstatt von Nutella halt, ne? Esse ich das mal, aber auch nicht jeden Tag. Und ja, damit geht es mir halt gut. Und dann ist es mir auch egal, dass manche sagen, ja, aber Maltit, ja, aber Zuckeraustauschstoffe. So, die Stoppuhr drücke ich jetzt mal auf Stopp. Da trage ich 56 Minuten gleich ein. Ne? Ich habe ja auch ein bisschen drüber gequatscht, darum runde ich auf. Die schwarze Farbe habe ich fertig. Da mache ich nämlich für heute nach dieser Farbe auch Schluss mit dem Bild. Und wenn wir dann nochmal ansetzen, dann seht ihr immer noch das Ergebnis von dem Tag hier. Und ja, versuche mal die Folie recht gut drauf zu machen, dass auch alles abgedeckt ist. So, und hänge Butter dann noch ein bisschen auf. Das dazu. So, jetzt mache ich mein Outro. Also, was ich angenommen habe, war dann Ahead. Müsst ihr mal eingeben. Ahead. Beziehungsweise ich kann auch euch einfach mal einen Link in die Beschreibung setzen, falls ihr euch auch mal nach den zuckerfreien Alternativen dort umgucken wollt. Bei mir hat das alles mit einem Probepaket begonnen, wo dann, ich glaube, sechs verschiedene Riegel drin war, durch die ich mich durchprobieren konnte. Als ich dann bestellt habe, wusste ich nicht mehr, welcher der war, der mir am besten geschmeckt hat. Nach der Bestellung ist mir dann wieder eingefallen, das war ein veganer Erdnussriegel. Ja, den werde ich dann als drittes nächsten Monat, Ende des Monats vielleicht mal nachbestellen. Ich bleibe Kundin da, also ich bin sehr zufrieden mit Ahead. Alles andere habe ich immer bestellt und nie ganz aufgegessen. Bei Ahead werden die Kartons mit den Riegeln und die Gläser mit den Cremes regelmäßig leer. Es gibt aktuell drei Sorten Pistazie. Habe ich gerade unten, bevor ich hochgekommen bin, auch einen Löffel probiert. Schmeckt wirklich nach Pistazie. Jetzt nicht so extremst wie die teure Kugel Eis. Also dieses Ölige der Pistazie ist nicht drin. Aber trotzdem so gnatschig wie eine Nuss, sage ich jetzt mal. Und ja, kann man mit zufrieden sein. Ich suche euch ein bisschen rein, damit der Septemberfeld weg ist. Haha, ihr Nasen. Schmeckt sehr lecker. Und ich habe nämlich vor, diese berühmt-berüchtigte Dubai-Schokolade zu machen. Und zwar gesünder. Das Engelshaar, das kann ich, glaube ich, nicht ersetzen. Das muss aus Zucker sein.
Das tue ich da auch im Original rein. Das ist der Crunch. Aber ich ersetze die Pistaziencreme durch die mit 80% weniger Zucker und ich werde auch die Schokoladen durch eine von Xucca wahrscheinlich, von der Marke, mit 70% weniger Zucker ersetzen. Und oder weiße Schokodrops von Mohr, die haben dann auch 80% weniger Zucker, weil man macht so einen weißen Drizzle über die Schokolade, dass es eine wirkliche Dubai-Schokolade ist. Und in die Pistaziencreme kommt, glaube ich, auch etwas weiße Schokolade, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich möchte die einfach mit circa, sagen wir mal, roundabout 60% weniger Zucker machen. Und dann mal probieren, was dabei rumkommt. Und das spart natürlich dann auch eine Menge Kalorien. Ich lasse es euch wissen, wenn ich es gemacht und geschafft habe. Mir fehlen halt noch ein paar Zutaten dafür, wie zum Beispiel das Engelshaar. Das wird bestimmt überall in jedem türkischen Laden gerade leer gekauft, um diese Schokolade nachzumachen. Ja, dann sage ich erstmal ciao, bis zum nächsten Video. Danke, wenn ihr bis zum Schluss mit dabei gewesen seid. Schaut, wenn ihr möchtet, bei den Videos in meine Infobox. Klickt euch durch und dann würde ich mal sagen, habt eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Flop.